Radiogesichter. Ja, jetzt sind wir doch wieder, wir sind wieder im Bild. Wir sind zurück im Aber bei dem Ambiente hier muss man eigentlich... Im deutschen Privatfernsehen. Ja, haben sie schon die BMWs, haben sie hier schon weggemacht, weil sie Angst haben, dass Fahrtleck die klaut? Ich habe vor 2 Jahren, als wir auf der Pressekonferenz waren, in der, das war dann damals noch Marriott Hotel, dann kam auch jemand ganz zielsicher nach vorne und nahm sich einen, da standen Schuhe von Adidas, guckte nur links, rechts und nahm sie dann und ging. Also das ist wirklich, das ist die Taktik, wenn man was klauen möchte, man muss sehr selbstsicher einfach aufstehen. Aber bei uns geht das nicht, bei uns nehmen sie gleich die BMW weg. Genau, ich habe zu... Das ist mein Migrationshintergrund. Die haben gesagt, der Pole, der klaut hier die BMWs weg. Dann wird die Spielzeugautos werden jetzt erstmal weggenommen. Also wurde heute auch viel über Schuhe gesprochen, ne? Hier? Wahnsinn. In der Männerpressekonferenz wurde mehr über Schuhe gesprochen als donnerstags bei Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel. Also es war einer, ich weiß gar nicht, hier vom britischen Fernsehen oder von der Zeitung, der hat immer wieder nachgehakt und immer wieder waren die Schuhe Thema und er konnte es nicht lassen. Also Elliot Kipchoge. Jetzt, wunderbar reagiert auch immer. Ja, Elliot hat dann gesagt, it's the best shoe ever. It's the best shoe ever. Und dann haben alle gelacht und dann hat er diesen Gag, hat er dann noch 3-mal gebracht, weil die alle immer wieder gelacht haben. Und dann habe ich gesagt, das ist der kenianische Mario Bart. Elliot Kipchoge, der weiß, welche Gags gut ankommen und die zieht er dann durch. Ist aber auch, ich muss sagen, wir kennen ihn ja auch schon länger, so 2003 ist er Weltmeister geworden, Riesenrennen damals gegen Bekele und El Gerouche geschlagen. 12 Jahre, den man den schon auf dem Kieker hat oder auf dem Radar hat. Und jetzt haben wir vor 2 Jahren auch dann im Interview gehabt. Da war er, ist er auch in Berlin gelaufen, Zweite, damals Dritter, glaube ich, geworden. Zweiter geworden, hinter Kipsang, als Kipsang Weltrekord gelaufen ist. Und ich habe damals schon gesagt, dass Elliot da der Grund war, warum Kipsang überhaupt Weltrekord gelaufen ist. Weil wir haben heute gesehen, dass da fehlt als oftmals auch hier, wenn in Berlin kein Weltrekord ist, ist es, weil es keinen zweiten starken Mann gibt. Es hat der Pusher hat gefehlt. Ne? Also dann der. Weil er hatte the best shoe. Ja. Ne? Und sie sind ja dann, da war viel Abstand zwischen. 1,5 Minuten. Uh-huh. 1,5 Minuten Abstand. Und auch dann wieder dahinter. Also dieses Jahr der Weltrekord, auch vielleicht war die Außendarstellung eine andere, aber der Weltrekord war hier nie Thema. Ja, also ich glaube, wir haben den ersten Split bei 15 oder so gesehen oder bei 20 und da haben wir schon, da war der schon eigentlich nicht angegangen. Und der Halbmarathon war ja auch, es war sehr konstant. Uh-huh. Ne? Sind ja dann, wie ich dann 62 Minuten knapp drunter angelaufen, 61 Ende und dann zweite Hälfte wieder. 62,0 drauf. Also die haben heute da vorne nicht ganz so viel riskiert wie vielleicht manch anderer an diesem Wochenende. Also kann man es ja noch zu Elliot noch sagen, geht vielleicht auch unter, London gewonnen. Ich glaube, das ist außer der olympische Marathon wahrscheinlich... Ja, auch nicht nur, also dieses Jahr London gewonnen, aber wenn man mal in seiner Historie guckt oder in seiner Bewerbungsmappe, das war heute jetzt der 5. Marathon, den er gewonnen hat und auch nie schlecht gewonnen, das darf man ja auch nicht vergessen. So, ja, ich glaube, seine Durchschnittszeit wird bei 64,30 liegen, 204. Ja. Also das ist ja auch ein Brett und das ist halt auch dann für den Veranstalter natürlich dann eine sichere Bank, den einzuladen. Aber dahinter wurde riskiert. Also hier ist ja gefühlt aus Europa und aus Amerika einige angereist, weil sie genau wissen, hier geht's ab. Und dann geht's nach Rio. Und da haben einige. Also nicht nur die Deutschen, die viel riskiert haben. Und dann sieht man auch in der Ergebnisliste, wenn man mal guckt, viele Positive Splits dabei, viele, die durchgehalten haben, viele, die da nicht vielleicht gesagt hätten, oh, ist bei 30. Viele sind 1:04:57 sind, glaube ich, Belgier, Amerikaner. Einmal die Gruppe und dann später wieder die 66er-Gruppe. Die 66er-Gruppe, die auch dann mit 2:13, 2:12 gefinisht haben. Einmal einer auch 1:05 angegangen, 2:15, also haben einige auch hinten... Also den Split gab es oft, also das 1:10 hinten rauf, dass das noch hinten rauf gelaufen wurde, das gab es wirklich oft. Ich glaube, es gab nur einen richtig negativen Split und das war Christian Kneibühl. Christian Kneibühl aus der Schweiz und 3 Sekunden schafft er die Norm, die österreichische Norm, muss man sagen. Schweizer Norm. 2:13:57 ist mit Julian ins Ziel gekommen, ist angegangen 67:20. Julian ist angegangen 66:0. Also da sieht man vielleicht, was auch Julian hätte laufen können, wenn und er. Das sah gut aus. Wir waren ja dann später noch am Potsdamer Platz, haben die dann so 3 Kilometer vor Ziel gesehen und sah, also man hat auch bei Kneibühl gesehen, da war noch ordentlich Feuer da und richtig Musik nach vorne und natürlich schön. Ne? Also Glückwunsch an dieser Stelle, super. Rio ist sicher, natürlich auch hart, ne? Beide laufen gleichzeitig übers Ziel. Einer ist dabei und einer ist halt dann aus deutscher Sicht echt noch mega weit weg. Der ist ja noch weit weg, ne? Das ist hart. Ja. Aber trotzdem, Julian hat hier in der Pressekonferenz gesagt,
alles riskiert. Hätte sich sonst vielleicht im Nachhinein gefragt, boah, wäre ich mal 66, ne? Und der Sport ist halt kein Konjunktiv. Wenn er mit Kreinbühl oder wenn er mit einem Tick langsam angang, ich glaube 2.13 flach wäre drin gewesen, aber vielleicht auch nicht vielleicht mehr, einfach dem Anfangstempo geschuldet, dass man einfach das angehen musste. Man musste 66 angehen, um da am Ende, um überhaupt ansatzweise in der Reichweite von 2.12.15 zu sein, die einfach, das wurde auch erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, war jetzt auch ein ganz, ganz starker Kritikpunkt, den wir mit Philipp besprochen haben, mit Kurt Ring besprochen haben, dass der DLV die Norm so spät erst bekannt gegeben hat und dass man halt eigentlich auch gar nicht mehr ändern konnte, man gar nicht für diese Zeit wirklich ernsthaft vorbereitet gewesen ist, weil man sich sagen muss, ob die Norm 2.13.00 ist, wovon vielleicht viele lange Zeit ausgegangen sind, oder ob die halt 2.12.15 fast 2.12.00 ist und man da deshalb fast in Richtung unter 2.12 denken muss. Das sind natürlich wirklich, um Elliot an dieser Stelle aufzuhören, verschiedene Paar Schuhe. Der wird heute noch eine heiße Sohle aufs Parkett legen, ja, wahrscheinlich auf der Fahrt. Das wollte ich eigentlich noch als große Frage stellen hier in der Pressekonferenz. Aber trotzdem ist jetzt Philipp Flieger nicht weit weg gelandet. Also was sind das jetzt? 25? Der Flieger ist nicht weit weg gelandet. Ja. Mensch, das ist ein 2.12 Maler mit den Worten. 50 und ich glaube jetzt, egal, Rio or not Rio, das ist der Marathon, der ihn in diesem Geschäft wahrscheinlich noch einige Jahre halten wird, weil das ist im zweiten Marathon, nachdem er am ersten nicht ins Ziel gekommen ist. Ist das ein Sprung, den Fitschen, den Pollmecher auch sehr lange versucht haben? Vor allem, also wir haben ja schon auf dem Weg hierher haben wir besprochen, dass Jan auch echt lange dann doch, ne, hat den 2.17er gehabt oder so um den Dreh-Marathon, dann hat er den Ausstieg gehabt in Düsseldorf und dann später beim Metro-Club-Marathon und dann später erst den in Berlin die 2.13 gelaufen ist. Und wenn man dann nochmal guckt, welche Bestzeiten bringt Jan mit, der auch ähnliche Bestzeiten wie Arne hat über die 5, das darf man ja auch nicht vergessen. Also da liegen ja zwischen Philipp und Jan auch schon allein in der 5 liegen da 25 Sekunden. Also ich würde sagen, die 10 von Pollmecher. Und die 10 oder die 10 von Pollmecher, das sind nochmal echt zwei ganz verschiedene Welten. Und wenn man dann sieht heute, wie Philipp abgeliefert hat, ist natürlich dann echt, bin ich gespannt. Er sagt, im Februar geht es an den nächsten Start, weil die Halbmarathon, die EM später dann auch Thema ist. Also bin ich echt gespannt, was da machbar ist, wenn er durch den Winter kommt. Kurt sagte, dass der letzte Winter war der erste Winter, den er durchgekommen ist. Ne? Bei den Frauen muss man sagen, trotz, also es waren, wenn man es im Nachhinein anguckt, drittbeste Berliner Zeit, ich glaube auch drittbestes Debüt. Und trotzdem gehen sie irgendwie unter. Ja, ne? Also die Zeiten echt stark, unter 2 Stunden 20. Echt weit, also weit unter 2,20. Und sie sagte auch, sie hat jetzt da heute gemerkt, dass unter 2,19 also auch dann machbar ist in der Zukunft. Aber trotzdem muss man halt sagen, also ohne dass ich hier eine Feminismus- und Emanzipationsdebatte lostreten möchte, muss man halt schon sagen, dass finde, dass der Frauenmarathon hier in Berlin nicht ganz so krass in Szene gesetzt wird wie der Männermarathon. Das ist da, finde ich, klar. Also können wir noch ein Zitat vom letzten Jahr hier aus der war halt ein O-Ton hier von der Pressekonferenz. Ich habe das Frauenrennen, ich kann nicht so viel zum Frauenrennen sagen, also von einer der Organisatoren, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Finde ich halt schon krass. Also das bedeutet ja, also das ist halt, der Stellenwert ist dann auch, und wenn man ist dann halt nicht der diese Strecke und diese Veranstaltung dann gerecht werden kann oder werden sollte vor allem. Ne? Ich glaube auch, das liegt daran, dass der Männer-Weltrekord immer hier ein Thema ist und der ist in den letzten Jahren so oft auch gebrochen worden und durch Paulas Wahnsinnslauf, selbst die Zeit, die sie jetzt, sie haben ja noch diese 2.15 haben sie ja weggenommen bei einem gewischten Rennen, aber selbst die 2.17 aus dem reinen Frauenrennen, ja. Die ist einfach auch zu weit weg und dann ist es, das ist halt vielleicht das, was der Sport auch fehlt, also dass man dann sagt, wenn es kein Weltrekord wird, dann ist es auch nicht mehr so interessant. Ja, und da wird aber auch dann trotzdem nicht geguckt, mache ich hier ein spannendes Rennen, werfe ich die so zusammen, dass das vielleicht mal, ja, man könnte halt dann auch überlegen, gestalte ich ein Rennen so, dass einfach mal eine deutsche Frau gewinnt. Dann kommen jetzt wieder alle und sagen, Mensch, dann schützt du den Flüchtlingen ans Bein. Also nein, also ich meine, es wäre halt vielleicht trotzdem interessant, das Rennen so zu gestalten, dass es dann halt einen anderen Mehrwert hat, weil ich denke, dass hier jemand, eine Frau in den Weltrekord läuft in den nächsten 10 Jahren, das sehe ich nicht und das, ich denke, das teilst du, das
ich denke nicht, dass das passieren wird. Und da jetzt darauf zu hoffen, dass jetzt irgendwo da jemand vom Himmel fällt, der wie Paula dann in 2015, 2016, 2017 aufs Parkett zaubert, ich glaube, das, da können wir halt lange hoffen, das fällt halt aus. So. Aber wo waren die denn, die deutschen Frauen, die hier vorgesucht haben? Also Anna war hier? Es war nur, ja. Hat es versucht? Und dann war auch irgendwie schon wieder Ende im Gelände. Wir haben schon vor Abdrehen dieser Retro haben wir drüber gesprochen und uns überlegt, dass es ja vielleicht daran liegen kann, dass Frankfurt halt auch dieses Jahr als deutsche Meisterschaftsstrecke sehr interessant geworden ist dann für und die halt auch schnell ist, wie wir jetzt durch Arne zuletzt nochmal bestätigt bekommen haben, dass dann vielleicht dort vieles probieren werden oder auch, dass man als Frau in dem Bereich von 2,30 plus minus, dass man halt auch einfach einen Stadtmarathon gewinnen kann, ne? Also du kannst München damit gewinnen, du kannst auch in Münster damit gewinnen oder so in dem Bereich von unter 2,30 so. Und ja, aber trotzdem fehlen natürlich die Anwärterin auf Rio. Anna Hahner hat sich heute nicht ganz dafür beworben. Obwohl sie hat, ist natürlich angegangen auf 2,26. Vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn sie im Frühjahr auch erstmal sicher auf 2,28 angeht. Vielleicht darf Fate Tola laufen für Deutschland, weil sie hätte heute die Norm gelaufen, ist aber gestartet als unter Äthiopien. Ich habe jetzt auch nicht in Erfahrung bringen können, zuerst habe ich von einigen gehört, sie hat eine DV-Startberechtigkeit für internationale Meisterschaften. Und sie ist ja auch die Frau von Robert Musa, der ja Deutscher ist und der ja auch dann auch schon für Deutschland gestartet ist. Aber so ganz eindeutig war das jetzt nicht. Also vielleicht weiß es ja draußen jemand und kann das mal nachforschen und einfach mal schreiben. Ja, also es werden auch nicht mehr so viele Frauen das probieren. Mocky wird noch einen späteren, nach Frankfurt einen späteren Marathon probieren. Lisa wird es in Frankfurt probieren. Die ist hier auch einen sehr schnellen Trainingslauf gelaufen. Vielleicht geht sie diesmal als eine von den Hahners in Frankfurt durch die Decke, durch die Festhalle. Habe ich auch überlegt. Vielleicht ist das einfach mal auch die Chance für Lisa, aus dem Schatten zu treten. Ich habe immer das Gefühl, die steht immer im Schatten der gleichaltrigen Schwester. Aber dass Anna einfach eine andere Außenwirkung hat. Und damals, als sie zusammen das erste Mal in einem Lauf waren in Frankfurt und sie dann eigentlich beide durch die Decke gingen. Durch eine höhere Decke. Aber die andere einfach noch das Stockwerk drüber mitgenommen hat, der Festhalle. Dass das einfach vielleicht so ein bisschen über ihr liegt. Und vielleicht ist das jetzt einfach mal auch ihre Chance, in Frankfurt so aus dem Schatten zu treten und da einfach mal zu zeigen, ich kann das genauso wie meine Schwester. So, das wäre halt interessant. Das werden wir werden dann hinfahren. Ne? Wir werden es live vor Ort sehen. Also die wichtigste Frage, die wir heute nicht geklärt haben, ist, wir wurden hier mit unserem Pflaumenkuchen, den wir uns hier zum Pressekonferenz... Es war ein erstklassiger Pflaumenkuchen. Sehr guter Pflaumenkuchen, aber wir durften ihn nicht mit reinnehmen in die Pressekonferenz. Und was haben wir dann gesehen? Und mir kam Kurt Ring entgegen und Kurt Ring hatte einen Teller mit dem Kuchen und er war hier im Raum der Pressekonferenz. Und der kann sich alles erlauben, der Kunde. Der kann einfach alles. Er macht es einfach. Wie, ne? Schon am Anfang, man muss einfach selbstsicher mit dem Kuchen hier rein. Ja, der kann einfach alles wie ein polnischer Handwerker. Ne? Wahnsinn, der Kurt. Auch ein sehr interessantes Interview. Ja. Kommt noch die Tage. Wir haben einen Schweizer da gehabt, um unsere Schweizer Freunde dann noch mit ins Boot zu holen. Hatten wir noch Maya Neuschwander. Sieht halt wie eine Frau, die fast untergegangen ist. Ne? Also fand ich halt auch als das Ergebnis, ich habe jetzt die Sekunden hinten nicht, aber 2,26, ist halt ein Brett. Ja. Ne? Marius Hübel aus meiner Tennisgruppe ist auch 2,26 gelaufen. 2,16, 13 gelaufen. Zusammen vielleicht. Hat er meinen Rekord geklaut. Vereinsrekord. Ja, die Potsdam. Hast du was zu tun? Ja, super. Gut. Dann das war wieder mal eine Retro. Hier aus dem Pressekonferenzraum. Ganz leise haben wir das gemacht, um nicht so die Arbeit zu stören, weil die arbeiten ja alle. Ja, weißt du noch? Wir nicht mehr. Vor zwei Jahren saßen wir auch hier und haben noch ganz fleißig einen Bericht geschrieben. Auf Basen, stressiger Tag. Wie früher in der Schule, ein Referat und wir haben uns gemeldet. Vorbereitet haben. Mensch, aus dem Alter sind wir raus. Also man lernt auch aus Fehlern. Ne? Absolut. Also wir haben hier einen Kuchen geholt und einen Kaffee getrunken und die hauen hier in die Tasten. Genau, und liest ja sowieso keiner von euch. Naja, ist ja wurscht. Gut, die meisten können ja auch gar nicht mehr lesen. Ja, das ist ja. Also bevor wir noch mehr Quatsch reden, das war's aus Berlin. Wir kommen bald wieder mit dem nächsten Podcast. Wir haben interessante Sachen am Start. Ich habe irgendwie mit Arne um mich unterhalten. Ja, Arne kommt noch. Das große Arne-Interview. Also seid gespannt. Canova. Canova. Kein Running Gag.
Adios.